Ja, sie können festen, die Romas, die Fahrenden. Rausgeputzt fürs Hochzeitsfest sind Romas von ganz Europa angereist und sind froh, in der Schweiz zu feiern. Die Schweiz ist für uns gerne am liebsten. Ja. Weil die Schweizer Leute sind in unser Herz verliebt. Und bitte, ich bitte die Schweizer Leute, dass sie uns auch respektieren. Das hört man immer wieder. Sie wollen mehr Respekt vom kriminellen Zigeunerruf wegkommen. So zelebrieren die Fahrenden Luxus. Vor den Wohnwagen stehen solche Auto. Ausgeschenkt wird der exklusive Champagner Dom Pérignon. 190 Franken kostet eine Flasche. Das ganze Hochzeit über 50'000 Franken. Das ist die Hochzeitszeremonie. Die beiden frisch Vermählten wollen vor der Kamera nichts sagen. Aber viel wichtiger, sie sagen einander ja. In einer zweiten Zeremonie wird Geld gesammelt, erklärt Stevo. Er ist Pastor im sogenannten Zigeuner-Evangelium. Jeder Gast zahlt etwas und darf dann ein bisschen mit der Brut tanzen. Mit diesem Geld würden wir eine Wohnwagen, ein schönes Auto kaufen, dass sie anfangen, ein neues Leben. Vor dem neuen Leben, das zweite, wird jetzt erst gefestet, drinnen im Zelt. Während draussen Sicherheitsleute und zwei Polizisten von der Kantonspolizei St. Gallen vorbeischauen. Seit Ende Mai sind die Romas hier in Wagen bei Rapperswil-Jona. Anwohner fühlen sich teils bedroht und stören sich an der lauten Musik. Die Polizisten sind da, um den Sippenchef Josef nur mal darauf aufmerksam zu machen, dass heute, auch wenn Hochzeit ist, am 12 Uhr Nachtruhe ist. Eine Forderung, die Josef nicht gefällt. Wenn das heute geht, über 12, müssen die auch verstehen, weil die Leute sind besoffen. Wie die weglaufen, die Polizei, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Zuerst ist die Stimmung noch locker. Romas machen sogar Fotos mit den St. Galler Polizisten. Dann aber eben kippen's. Ich sage für die Leute, die sollen rauskommen und wir machen Schlägerei. Wir sind bereit. Wissen Sie, heute, wir sind bereit. Flaschen und alles. Bereit. Wenn die nicht uns in Frieden lassen, wir wollen unseren Frieden mehr nicht. Vielleicht möchten eben die Leute rundherum auch ihren Frieden. Es folgen wirre Nationalismusvergleiche und böse Worte gegen die Polizei. Es wäre so ein schönes Fest gewesen und eine Chance für Thomas zu zeigen, dass ihr Ruf eben unbegründet schlecht ist. Aber eben, es wäre. Auch der Telezüri-Reporter wird daraufhin scharf bedroht und vom Platz geschickt. Am 12:30 Uhr Nacht war dann Ruhe. Heute ziehen die Fahrenden weiter.